herzlich willkommen bei meinem neuen Projekt namens Deadlight. Habe ich mir im Steam Summer Sale gegönnt. Ist ein Action-Plattformer im Sinne von Limbo, aber nur mit Zombies. Es geht also ums Überleben und natürlich, wie ich es mir jetzt angewohnt habe, gucken wir erst einmal, was das Spiel so in Sachen Einstellungen zu bieten hat. Natürlich Steuerung, Markierungen, Hinweise und Vibrationen kann man an- und ausschalten, wenn ihr das wollt. Anzeige, Grafikeinstellungen sind ein bisschen mau, nur Auflösung, Vollbild, V-Sync und die allgemeine Qualität. Und natürlich Audio-Einstellungen mit drei verschiedenen Slidern für Musikeffekte und Dialoge. Gut, sieht vielleicht jetzt ein bisschen mau aus, was die Grafikeinstellungen betrifft, aber es ist 2D. Action-Plattformer von links nach rechts, da braucht man nicht so viel Grafik, das Spiel sieht sehr, sehr gut aus. Und ich würde mal sagen, ihr seht, ich habe da schon ein bisschen was gespielt, um zu sehen, wie es so läuft. Es gibt anscheinend nur drei Levels, Seattle, Jäger und das neue Gesetz. Ich würde mal sagen, wir fangen bei Willkommen in Seattle an. Das sind die einzelnen Kapitel. Ja. Starten wir bei Kapitel 1. Zurückgelassen. Good luck, Randy. Ja, liebe Leute, das Intro hat auf der PC-Version keinen Ton. Ich weiß nicht warum. Ist aber so. Auf jeden Fall, das sind wir. Wir sind Randy. Und wir können hier Personen untersuchen, wenn so zwei Zähne da kommen. Die Leiche ist voller Bissspuren und Quetschungen. She's been shot point blank in the head. Zum Springen A drücken. Ups. Ihr seht schon, vom Stil her ist es eigentlich wie Limbo, so schwarz-weiß gehalten. Drücke zweimal X oder E, um die Tür mit diesem Symbol einzutreten. Aha, das funktioniert richtig gut. So, ihr seht schon, es geht wieder um Zombie-Apokalypse. Und wir sind hier auf der Flucht. Was war denn das? The wood is rotten and the planks are weakened. Das Holz ist vermodert und die Bretter sind morsch. Moment, ich habe eine Idee. Da kommen die Zombies rein. Randy, Beeilung. Wir können uns am Anfang des Spiels noch nicht wehren. Wir sind ja eigentlich nur pausenlos auf der Flucht.
anybody alive must be trying to reach it. Das ist ein Radio, dem ich aber leider nichts machen kann. So, die Tür ist auf. Und ihr seht schon, der Raum hat sich gefüllt mit zahlreichen Toten. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier diesen Travo oder was immer das da sein soll, diese Gerätebox da über die Kante schieben soll. Batz, und so ist es auch. Hier oben ist nix, okay. Ich kann mir natürlich auch an Kanten hängen mit B. Beziehungsweise einfach an die Kante stellen und... Ach, nach unten um B. Okay. Die Zombies haben den Sturz leider nicht überlebt. Na gut, was heißt leider? Ich meine, für mich ist es ganz praktisch. So, Randy, schieb doch mal das Ding da zur Seite. Wir werden doch hier durch... Ah, da kommt ein Zombie. Wir werden hier doch durchkommen, oder? So, zum Hocken, linken Trigger oder Steuerung gedrückt halten. Setze die Umgebung gegen die Gegner ein. Batz. Ja, da mache ich eine Riesensauerei. Aber im Moment können wir nur so Gegner töten. Bisschen schade, aber so ist es halt. Die Hintergründe könnt ihr alle getrost ignorieren. Das Spiel geht wirklich nur von linker Seite zur rechter Seite, wie Mega Man. Also ihr könnt da nicht irgendwie in den Hintergrund gehen oder so. Ah, ich bin runtergefallen. Huch. Das war jetzt knapp, dass mich der Zombie nicht gebissen hat. Definitiv sehr, sehr knapp. So. Ich muss da auf die Leiter. Genau. Und ihr seht schon, nachdem ich die ganzen Hinweise und Sachen anhabe, sind da überall so kleine Blinkpfeile, dass ich weiß, ah, ich kann mich hier einhalten. Ich kann da zum Beispiel rüberspringen und es passiert dann. Oder ich kann damit interagieren, so muss ich sagen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das Spiel macht einen ziemlich guten Eindruck. Es sieht ziemlich cool aus. Halten Sie während des Laufens den rechten Button oder Umschalt gedrückt, um zu sprinten. Drücken Sie A, um den Sprung über größere Distanz zu führen. Ui! Wie es so üblich ist, erste Level, eigentlich nur dazu da, um die Steuerung zu lernen. Ben and the others made it out. They deserve better than this world. Ah, da vorne fährt ein... Ist das ein Wohnmobil gewesen? Ich weiß es nicht. Y oder F drücken, um Gegner zu verspotten. Ihr seht schon unten der Strompool, da werden sie uns reinlaufen wahrscheinlich. Fitz! Fitz! Da sind beide tot. Wunderbar. Naja, zweimal gestorben, weil Zombies sind ja schon tot. So, wir treten gegen eine Strombox. Damit hier oben der Strom aus ist. Damit Randy hier einfach durch kann und über den Zaun. Sonst sollten wir schon mal einiges, einigermaßen Sicherheit sein. Sprinte mit RB gegen marode Türen, um sie einzureißen. Das muss ziemlich wehtun, wenn man sich da mit der ganzen, dem ganzen Gewicht dagegen wirft. Wartungstunnel 1 von 5, oder 1 bis 5, beziehungsweise. Was haben wir hier? It says here the highway is at the end of this tunnel. It's a straight shot to the safe point. Shannon and Lydia might even be there by now. So, wenn ich den Springknopf gedrückt halte, wenn ich an der Leiter hänge, kann ich runterrutschen. Hier gibt's wieder was zu untersuchen. Dead people, corpses. They don't impress me anymore. Das beeindruckt dich nicht mehr, du bist ein kalter Hund. Randall kann nicht schwimmen, geht da nicht tief ins Wasser. Ach, Randall heißt der Gute, nicht Randy. Oder ist Randy die Abkürzung für Randall? Ich weiß es nicht. So. Also er kann nicht schwimmen, in die braune Soße sollte ich dann also nicht reingehen. Dann lasse ich das Wasser doch einfach mal ganz geschwind ab. Naja gut, der Kopf ist noch über Wasser. Ich denke mal, das sollte passen. So, geh doch mal hier hoch. Ich finde die Umgebungen ziemlich cool gemacht hier hinten. Man fühlt sich wirklich wie in einer Kanalisation und dort sitzen zwei Zombies abgesoffen. Die haben Besseres verdient, oder? Findet ihr nicht? Die Beine in die Hand. Nicht, dass die jetzt aufstehen oder so. Nee, es sieht aber auch nicht so aus, dass die nochmal zurück ins Leben kommen würden.
Oder? Na, doch, die stehen doch auf. Shit. Ich wollte gerade sagen, warum sind die schneller im Wasser als ich? Ist aber nicht nett. Haha, Vorteil Mensch. Menschen können klettern, Zombies nicht. So, raus aus dem kühlen Ass. Dass wir uns danach die Krippe holen. Ja, das Ding lässt nach. Was haben wir hier? Du hast den Verbandskasten benutzt. Ah, es gibt Verbandskästen. Oh, das ist ein Zombie. Der hat mich nicht gesehen, hoffe ich. Oh. Sollte die Tür vielleicht öffnen, anstatt mit dem Gesicht dagegen zu laufen, oder? Oha, Interstate 5. Ich sollte diesen Highway über die Brücke, um näher zum sicheren Punkt zu kommen. Und hepp. Naja. Alles steht unter Strom. Na ja, Zombie da im Vordergrund, wie geht's? Deadlight. Immer schön. This is what's left of our world now. These are the leftovers of the war between men and shadows. A snapshot of what we've become. Bloody hell on earth. Ist immer schön, wenn ich das Spiel nochmal daran erinnern will, was du überhaupt spielst, der aber dir der Name empfallen ist. Machen wir viele Spiele so. Bisschen seltsam, aber okay. Was drücke? Links oder rechts drücken, um dich an Zäunen oder Fenstern umzudrehen. Ach so. Ist auch praktisch, ich kann einfach drüber. Bin ich jetzt unter der Autobahn? Das ist eine fiese Falle. Ah! Zombie! Shit, ich komme da nicht mehr hoch. Ha, du kommst aber auch nicht mehr raus, mein Freund. Praktisch, praktisch. Self-Schrottplatz. Was drücken Sie Tab? Vororte. Es ist nicht immer leicht, die Begegnung mit diesen Schatten zu überleben. Doch zum Glück bin ich noch am Leben. Aber tief in meinem Inneren habe ich Angst. Wo sind meine Mädels? Meine Frau Shannon? Meine Tochter Lydia? Werde ich sie je wiedersehen? Ich muss meine Freunde und meine Familie finden. Ich muss es schaffen. Ja gut, man hat sogar ein Tagebuch, aber das ist so dermaßen viel Text. 92 Seiten, nee, das lese ich nicht vor. Ey, Feuer. I found a firefighter's axe. Da fliegt der Kopf. Thanks, buddy. Drücke B, um die Axt zu schwingen, Gegner in der Nähe wegzustoßen oder Schlösser und Bretter zu zerbrechen. Ah, ich kann mich jetzt wenigstens ein bisschen wehren, das ist ja auch schon was. Da ist eine Kette, wo ich nicht treffe. Jetzt, geht doch. Stacheldraht, das ist so dermaßen fies. No time to waste. Okay, wenn ich B gedrückt hatte, kann ich Gegnern, die umgefallen sind, den Rest geben. Weil ich bin lieber der Kerl, der Gegnern ganz aus dem Weg geht, wenn es nicht anders geht. So, was haben wir denn hier? Eine Leiter und zwei Zombies. Da liegt jemand. Ein Lufterfrischer. Ah, oh, da ist ein Zombie. Gehst du zurück? Nein. Ah, oh, jetzt sterbe ich auch noch, oder? Ich mache jetzt hier den Abgang, das ist mir zu gefährlich. Und schon sind es 5 Zombies. Jetzt konnte ich nicht lesen, was der Duft der Frische macht. Oder ich weiß nicht, gut ist. Habe ich ein Inventar oder sowas? Damn Storm. Nee, habe ich nicht. Ich habe halt mal überhaupt nichts. Sieht so aus, als möchte Randall nicht nass werden. Sonst würde er sich über das Wetter beschweren. Oh, oh. Was haben wir denn hier? Lydia? No, I must be tired. My mind is wandering.
dürfte jetzt ja nicht durch, mein Freund, ich sag's dir. Sowas kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, dass du da jetzt noch durchdrehst. Ah, oh, das bricht alles ein. Was hätte jetzt schief gehen können? Moment, da kann er mich auch umdrehen. Und die ganzen Zombies einfach runter ins Loch. Wir wollen nicht mehr leben. Wie Lemminge. Definitiv, so soll es sein. Lasst mich nur in Ruhe. Oh oh. Das erinnert mich so an Left 4 Dead. Da gab es das auch mit den Autoalarm, wo du dann die ganze Horde aufschreckst. Oh mein Gott, die wollen mein Blut. Darfst du nicht sagst, Randall? Mr. Obvious. Lauf den Berg runter, lauf den Berg runter. Ach, da ist überhaupt nichts. Das ist auch toll. Moment, dann gehe ich hier hoch. Sind das gar keine Zombies? Ja, müssen Zombies sein, oder? Wenn sie mir nach dem Leben trachten. Was, du hörst da etwas? Hm? Und ja, Zwischensequenzen haben wieder keinen Ton. Ich weiß nicht warum. An mir liegt's nicht. Wer, diese Dinger? Nein, ich meine die Überlebenden. Was interessiert es dich überhaupt? Befehl ist Befehl. Lass uns das den nächsten holen. Mann, der wiegt ja eine Tonne. Ey, Kumpel, was hält länger? Das Haus eines Maurers oder das eines Tischlers? Ich wette im 100 Mäuse, dass der Text viel zu viel schnell verschwindet, dass ich das nicht lesen kann. Sieht so aus, als wäre der eine dann noch nicht ganz tot gewesen, oder? Ja, der kaut noch ganz gelüstig an seinen Kollegen. Was bedeutet, keeping an eye on the survivors? Orders from who? Das würde mich auch interessieren. Hoppala, da liegt noch was. The new law. They mark their kills. That's some kind of message. As if this world isn't already dark enough, Seattle isn't a safe place. Everyone I care about is in danger. Ach je, mache ich denn das? Wie mache ich denn das? Am besten ich lock sie zu mir und lauf rüber und schlag die Bretter ein. Das hört sich noch ein Plan an. Alle hüpp. Okay, ein Schlag reicht. Finde ich schon mal super. Au. Ich immer gegen die Dinger laufe. Ach ey, komm ich da rüber? Kann ich? Nee, ich kann ja nicht wegspringen. Was ist da doof? Ich bin jetzt eigentlich auf die Regenrinne. Oder auf dieses kleine Vordach. Gut, aber liebe Leute, wie es weitergeht bei Deadlight, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Boah, Randall, fall nicht runter. Und ich sage, wir haben mal stay tuned. And so long.